Muss man den Bro anrufen. Ja. Yo, Bro, wie geht's? Gut. Hör mal, ich hab das Tinder-Date mit der einen. Meinst du, du kannst mir mal deine Karre leihen? Niemals in meinem ganzen Leben. Sie kennen Mama nachkommen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Heute kümmere ich mich um die Front vom E38, 7er BMW. Wir haben hier einen kleinen Schandfleck. Ich zeige euch das mal eben für alle, die die letzten Videos nicht geschaut haben. Und zwar hat da einer Angel Eyes verbaut. Okay. Das kann man feiern, ich feiere es nicht. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, ob ihr Fan von solchen Scheinwerfern seid. Die Blinker ebenfalls, für mich ein Schandfleck. Und das Ganze wird heute wieder zurückgerüstet auf Original. Ja, mir ist schon klar, dass ich ziemlich abgefuckt aussehe. Mein Bart wurde seit einem Monat nicht angerührt. Leider wächst bei mir nichts. Oh shit. Und mein Hof sieht aus wie bei der Bulgarin in Duisburg-Maxloh. Gelbe Blase, ja, beim Sana. Aber am Mittwoch kommt der Sperrmüll und dann verschwindet der größte Teil auch. Ich bin schon mittlerweile eingezogen und ja, erste Schraubarbeiten auf dem eigenen Hof. Ich würde sagen, Scheinwerfer raus, Zeitraffer an und dann gucken wir weiter. Let's go! Sind zwar nur 4 Schrauben, aber das ist so behindert gemacht. Ich zeige euch das mal. Und zwar hier oben, 1, 2. Dann kommt diese Kappe ab, da ist so eine Schraube für den Blinker. Den zieht ihr dann raus, dann kommt hier quasi das nach da geschoben, dann geht das auch ab. Und da drunter, ich habe es jetzt noch nicht rausgezogen, hier drunter, hier ganz tief drinne, sitzen Torx-Schrauben. Ich hatte kein Werkzeug. Bin jetzt extra welches mir leihen gefahren, an einem Feiertag auch noch. Und dann geht der erst raus hier und ihr braucht auf jeden Fall mindestens, ich zeige euch das Gerät hier mal, also mindestens diese Länge an Torx, sonst kommt ihr da gar nicht rein, mit so Bits braucht ihr das gar nicht probieren. So, jetzt ist der hier gelöst, jetzt müsste er hier rauskommen, kommt mir auch schon entgegen, kleiner Blick. Das ist irgend so ein Clip, Alter. Das Ding will mich hier richtig ärgern. Alter. Das Ding hier. Hier war der Scheinwerfer noch eingeklipst. Und zwar genau hier diese Amana Subdomen Ecke hier. Da schiebt man quasi das hier rein und dann spreizt er das. Alter, was eine Pisskonstruktion. Anstatt da einfach 4 Schrauben reinballern und fertig. Ja, die können wir hier auch noch übernehmen. Die sind nämlich bei den Originalen noch verrostet. Ich schaller jetzt nochmal den anderen Scheinwerfer raus und dann zeige ich euch die neuen Scheinwerfer. Oder die neuen alten, eher gesagt. Das sind nämlich Originale. Und dann klopfe ich die rein, dann machen wir noch was mit der Niere. Und ja, bis gleich. So, die Scheinwerfer sitzen drin. Ich habe jetzt orangene Blinker genommen. Ihr könnt mal reinschreiben, weiß oder orange. Aber das werden wir gleich noch mal im Gesamtresümee sehen. Das Einzige, was nicht gleich war, ist hier die Birne. Die ist noch mal ein bisschen anders, ist keine H7. Oder eine H1, ich weiß nicht, was da reinkommt. In dem anderen Leuchtmittel war auf jeden Fall eine ganz normale Birne drin. Ich zeige euch das mal. Das sind ganz normale H7. Ganz schmale, so stiftartige, die kommen da rein. Hier ist die Masse und dann kommt nur ein Strompol drauf. Und dann wird das ganz normal mit der Zange und dann kommt die Kappe drauf. Aber die
habe ich jetzt nicht hier. Das muss ich auf jeden Fall noch besorgen. So, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Ich habe die Streuscheiben von den älteren benutzt, weil die waren ja frischer, neuer. Somit haben die Streuscheiben hier weniger Steinschlag als die vom Bosch, die ich hatte. Die sind jetzt hier von Depot, ist aber alles passgenau auch von der Dichtung her. Von daher ist das ganz okay. Aber ein Ärgerliches ist da passiert. Ich weiß nicht, ob ich das einfangen kann. So, da ist ein Stück Plastik im Gehäuse noch. Aber gut, damit muss ich jetzt leben. In dem anderen ist es sauber geblieben. Ist wahrscheinlich irgendwie noch da drin am Rumflattern gewesen. So, jetzt werden wir uns um die Niere kümmern. So, die habe ich drinnen irgendwo. By the way, vielen Dank an meine Community, dass ihr alle so immer fair bleibt in den Kommentaren. Ich zeige ja auch mal ab und zu fremde Autos. Die Community, die wir auf der Seite hier haben, ist auf jeden Fall auf einem Level, wo nicht großartig beleidigt wird oder irgendwelche anderen Sachen, die in den Kommentaren nicht zu suchen haben, passieren. Das feiere ich. So, wir haben einmal hier. Teile habe ich einige bekommen, auch für den E36, aber wirklich gar keine Zeit. Aber das hier wollte ich auf jeden Fall zuerst angehen mit dem E38. Checken wir das mal hier. Was haben wir hier? So, wir haben schwarze Nieren. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass schwarz nicht so gut passt. Am besten wäre natürlich Chrom und dann schwarz innen. Ich kann die hier auseinandernehmen, aber man kann das nicht so switchen, dass man den Chromrahmen von dem alten übernehmen kann. Leider. By the way, der Wagen wurde aufbereitet, auch im Motorraum technisch, so wie ihr sehen könnt. Auch hier Schlossträger. Alles schön. Nur hier ist auf jeden Fall staubtechnisch irgendwas passiert, dass die ganzen Autos wieder eingesaut sind. Aber sonst wurde der Wagen hier noch, by the way, aufbereitet. Ganz nicer Effekt. So, jetzt machen wir mal das Häubchen runter. Jetzt zeige ich euch mal, was ich meine. Wo ist das? Die Seite hier. Also, schwarze Nieren. Nein, Moment, das ist die falsche Seite. Wo ist der Schatz? So. Ist das die richtige Seite? So rum. Schwarze Nieren. Was meiner Meinung nach am besten aussehen würde, wäre Chromumrandung wie hier, nur innen schwarz. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich klippe den jetzt mal ein. Zack. Relativ easy. Jetzt machen wir die andere Seite noch und dann gucken wir uns das Endergebnis an. Wenn wir natürlich schon mal so die Sachen runter haben, können wir natürlich auch mal direkt die Umrandung hier säubern, weil da kommst du ja in der Autowäsche schlecht ran. So. So, Freunde, was sagt ihr zum Endergebnis? Ich finde es gut. Ich glaube, mit der Chromniere wird das noch besser kommen. Machen wir es ihm zu. So, aber endlich die Angel Eyes weg. Kurz einmal auf euch wirken lassen. Ich finde, dieses Fahrzeug hat eine sehr schöne Front. So, Freunde, ich räume jetzt das Chaos hier mal auf. Das war's dann auch schon für heute. Der E38 hat jetzt eine neue Front. Ich warte sehnsüchtig auf die Lippe, die hier noch dran kommt. Die Verlegung Felgen, dann im nächsten Zug. Und ihr könnt mal reinschreiben, ob ihr dabei sein möchtet, wenn ich Bremsen mache und die Achsteile bei dem Ding, oder ob das eher uninteressant ist.
ob ich die Kamera mitlaufen lassen soll oder nicht. Wir verbleiben dann erstmal bis nächste Woche. Dann kommt definitiv wieder eine Folge, wie viel ist dein Auto wert? Und vielleicht den Kandidaten oder den CL auf jeden Fall. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Aktiviert die Glocke, kommentiert und ab 5000 Abonnenten gibt es auf jeden Fall das allererste Gewinnspiel auf diesem Kanal. Mit diesen Worten bin ich raus. Peace out. Hinter auf Jargon. Life is, I know what I say. Give me baby girl another night.